Nur ein Beispiel, damit Sie es besser verstehen. Sie spielen Mensch, ärger dich nicht. Und Sie sind jetzt sehr geschickt und Sie würfeln dauernd Sechsen. Und Sie kommen sehr schnell mit Ihren Figuren ins Spiel und Sie sind ganz schnell mit Ihren Figuren drin. Und dann können Sie sagen, ich habe gewonnen. Das ist richtig. Sie können aber auch sagen, ich darf nicht mehr mitspielen. Die anderen spielen jetzt weiter und ich nicht. Ich kann sehen, was ich mache. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, Moment, worauf kommt es mir denn an? Kommt es mir darauf an, sagen zu können, ich habe gewonnen? Oder möchte ich gern das Spiel genießen? Und wenn ich anfange, das Spiel zu genießen, dann sind die Schwierigkeiten das Salz in der Suppe. Ohne die würde das fad schmecken. Das heißt also, Schwierigkeiten sind dazu da, das Spiel interessanter zu machen. Und mein Spielpartner Leben sagt, okay, jetzt schau mal zu, wie du damit umgehst. Was machst du daraus? Ist scheinbar alles schiefgelaufen, es gibt keine Aussichten, keine Chance da rauszukommen. Was machst du? Und sie setzen sich jetzt hin, gehen in ihre Mitte, wachsen über sich hinaus, gehen in die Wahrnehmung und schauen einmal, das ist meine Situation. Eine Situation ist immer eine Aufgabe. Was ist die erwünschte Lösung? Dazwischen gibt es aber keinen Weg, scheinbar. Weitere Erkenntnis, wann immer ich im Leben vor einer Aufgabe stehe, bin ich jetzt in der Lage, eine Lösung zu finden. Also, wenn ich sie nicht gefunden habe, dann habe ich noch nicht richtig hingeschaut. Dann muss ich noch einmal mit anderen Augen hinschauen. Dann muss ich noch mehr zu Bewusstsein kommen. Und dann plötzlich passiert ein Wunder. Irgendwann. Am Anfang finden Sie Lösungen, die naheliegend sind. Dann finden Sie Lösungen, die verblüffend sind. Sagen, also wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Und dann erkennen Sie das als Kinderkram. Und Sie brauchen keine Lösung. Die Aufgabe verschwindet. Das heißt, die Situation ist die gleiche. Es ist Ihnen nur egal. Sie stehen plötzlich außerhalb oder über der Situation. Und Sie werden erkennen, die scheinbaren Lösungen vorher, das war wie wenn einer Durchfall hat und Husten und dann gibt man ihm Rizinusöl und das hilft zwar nicht gegen den Husten, aber der traut sich nicht mehr. Ja? Dann ist der Husten weg. Natürlich, aber das ist nicht die eigentliche Aufgabe. Die Aufgabe ist zu sagen, okay, ich huste, also warum huste ich? Was ist die Botschaft? Was brauche ich? Ich wehre mich nicht gegen den Husten, sondern ich gehe damit um. Ich möchte ihn verstehen, ziehe Konsequenzen daraus und mache den Husten überflüssig. Und so kommen wir zu einer immer faszinierenderen Art, mit den Ereignissen umzugehen. Und jedes Mal, wenn wir denken, jetzt bin ich schon recht gut im Lösen von Aufgaben, gehen wir einen Schritt weiter und erkennen es gar nicht wichtig. Ganz interessant wird es, wenn die Aufgabe verschwindet, wenn sie keine Schwierigkeit mehr ist. Wenn Sie in dieses Bewusstsein gehen, alles ist möglich. Positiv wie negativ, alles ist möglich. Es kann alles schieflaufen, was ganz sicher scheint und alles, was ganz vage ist, kann plötzlich gehen. Schauen Sie hin, wie es ist. Stülpen Sie nicht eine Erwartung über Ihre Zukunft, sondern gestalten Sie die Zukunft und dann schauen Sie, was Sie gestaltet haben. Und wenn es nicht ganz optimal ist, dann müssen Sie es nachgestalten. Und wenn die Nachgestaltung immer noch nicht ganz zu dem Ergebnis geführt hat, dann korrigieren Sie es noch einmal und irgendwann haben Sie es und es ist so, wie Sie es haben wollen. Und plötzlich stimmt alles. Aber Sie haben sich in der ganzen Zeit nie aufgeregt. Sie sind nie in Stress geraten, Sie sind nie nervös geworden, Sie waren nicht enttäuscht, verärgert, verletzt, gekränkt, beleidigt, aggressiv. Alles das wird ersatzlos gestrichen. Sie schauen hin, wie es ist und prüfen, stimmt das für mich oder nicht? Stimmt nicht, also so. Schauen wir, ob es jetzt stimmt? Immer noch nicht. Also nochmal. Und dann stimmt es irgendwann. Und dann sehen Sie, das Leben wartet darauf, dass Sie mitspielen. Sie sind aufgerufen, als Mitschöpfer diese Schöpfung zu gestalten.
Und da passieren Dinge, die ihrer Vorstellung nicht entsprechen. Und dann korrigieren sie das. Und auf einmal wird das Leben leicht. Es wird angenehm. Weil Gewinn oder Verlust gleichgültig ist. Das meine ich, in dieses Bewusstsein zu kommen. Wichtig ist nur, wie gehe ich damit um. Nicht habe ich gewonnen oder nicht habe ich gekriegt, was ich wollte. Das ist gar nicht wichtig. Das Ganze hier ist ein Spiel. Und wenn Ihnen das mal in einem Fall schwer fällt, weil Ihr Häuschen abgebrannt ist oder weil die Versicherung nicht bezahlt oder weil irgendetwas sehr, sehr Ärgerliches passiert, denken Sie einen Moment daran, Sie sind nackt gekommen. Und alles, was Sie jetzt Ihren Besitz nennen, sind Spielsachen, die Sie vom Leben bekommen haben, und Sie werden nichts davon mit nach Hause nehmen dürfen. Alles bleibt wieder hier. Wenn Sie gehen, kommt alles in die Kiste. Wenn Sie also es sich leisten können, dann sollten Sie erstklassig leben, erster Klasse reisen. Ihre Erben tun es nämlich bestimmt. Tun Sie es jetzt schon. Ja? Leben Sie einfach ein erstklassiges Leben. Und geben Sie nie mehr, und das meine ich nie mehr, nicht in einem einzigen Fall, gestatten Sie irgendeinem Umstand, einer Tatsache, einer Realität, Ihre Laune zu bestimmen, Ihnen die gute Laune zu verderben oder Sie zu Aggression zu treiben oder auch nur Sie zu veranlassen, sich zu ärgern. Sondern sehen Sie nur, aha, das stimmt so noch nicht. Und alle Misserfolge sind nur noch Zwischenergebnisse auf dem Weg zum endgültigen Erfolg. Ob das jetzt einen Schritt braucht oder 7 oder 20, spielt keine Rolle. Sie wissen, was am Ende steht. Zwischenergebnisse sind Zwischenergebnisse, bis es so ist, wie es sein soll. Am Ende steht immer der Erfolg. Am Ende haben Sie immer das, was Sie wollen. Ohne sich zu ärgern, ohne in Stress zu geraten. Denn wenn Sie in Stress geraten, heißt es nur, die Zeit, die Sie dafür vorgesehen haben, reicht nicht aus. Und? Gehen Sie ein bisschen in das Bewusstsein des Papalangi. Papalangi ist ein Büchlein, das Sie kaufen können, Taschenbuch. Das ist das Tagebuch eines Tonga-Häuptlings, der 1911, glaube ich, in die Welt der Weißen kam und hat dort für sein Volk dann beschrieben, was er am Besonderen fand in der Welt der Weißen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war sein Stutzen. Er sagt, der Papalangi, das sind nämlich wir, der Weiße, ja, der Papalangi jammert immer, wenn eine Stunde vorbei ist, dabei beginnt doch sofort eine neue. Er kann es einfach nicht begreifen, wo unser Problem ist. Und wenn wir einmal so hinschauen mit den Augen dieses Tonga-Häuptlings, dann müssen wir sagen, ja, was soll's eigentlich? Ja? Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Portemonnaie und immer wenn Sie 1000 Mark rausnehmen, wachsen darin 1000 neue Mark. Sie brauchen nie mehr als 1000 Mark und es spielt ja keine Rolle, Sie nehmen immer raus. Ja? Und genauso ist es doch mit der Zeit. Wenn ein Abschnitt vorbei ist, beginnt ja nahtlos ein neuer. Es gibt ja keine Pause dazwischen, wo mal gerade keine Zeit ist. Und wenn Sie meinen, Sie hätten keine Zeit, Sie hatten genau wie jeder andere 24 Stunden am Tag. Und dem einen ist es zu viel und dem anderen ist es zu wenig. Mir ist es auch zu wenig. Wenn ich also wählen könnte, würde ich gerne einen 100-Stunden-Tag haben. Das Leben ist so faszinierend und all die Dinge, die ich gerne tun möchte, ist der Tag immer schon vorbei und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht recht angefangen. Aber gut, nichts ist so gerecht verteilt wie die Zeit. Sorgen Sie dafür, dass Sie sinnvoll damit umgehen, dass Sie was draus machen. Und das brauchen Sie wieder als Voraussetzung für die Intuition. Denn wann immer Sie sich ärgern, wann immer Sie aggressiv sind, beleidigt, gekränkt, sind Sie im Ich, in der Person und abgeschnitten von der Intuition. Und deswegen erreicht Intuition uns so selten, weil sie nicht passieren kann, solange wir denken. Nun sagen Sie, ich kann ja nicht aufhören zu denken. Doch, das passiert immer wieder. Es passiert ganz kurz nach jedem Atemzug. Wir merken es nicht, weil es wirklich ganz kurz ist. Wenn Sie ausgeatmet haben, kommen Sie in eine Pause. Und ein Moment ist Gedankenstille und dann geht es weiter. Da ist immer Gedankenstille. Und wenn Sie sich das bewusst machen, haben Sie da schon ein Tor zur Intuition, auch als Ich. Oder Sie sind ganz verzweifelt, Sie sind in einer schwierigen Situation, Sie suchen eine Lösung und finden keine. Und Sie geben auf.
zu sagen, ich habe mich abgeschlossen, es hat keinen Sinn, ich finde nichts. In diesem Augenblick ist die Leitung frei. In diesem Augenblick kann Intuition passieren. Das heißt, Intuition passiert die ganze Zeit. Nur, es ist dauernd besetzt bei ihm. Ja? Dauernd denkt da einer. Jetzt aber, wenn Sie rausgehen, hier oben, denkt überhaupt nie einer. Dann findet Denken unter Ihnen im Kinderzimmer statt. Hier oben ist Gedankenstille. Und Sie können jederzeit da rausgehen, machen Sie es doch gerade wieder, damit Sie nicht unbewusst in den Körper rutschen. Öffnen Sie energetisch hier oben Ihr Kronenchakra und lassen Sie einfach Ihren Energiekörper, Ihr Energiefeld oder wie Sie es nennen, über den physischen Körper hinauswachsen, schauen Sie oben raus und es ist still. Und Sie sind in der Wahrnehmung. Und die Leitung ist dauernd frei und jede Intuition kann Sie erreichen. In diesem Bewusstsein jetzt könnten Sie sogar gezielt intuitieren. Das heißt, Sie könnten eine Frage ins Bewusstsein nehmen. Eine Lebenssituation, einen Aspekt. Machen wir es doch gerade mal. Sie richten Ihr Bewusstsein, Sie wachsen über sich hinaus, bleiben hier oben und richten Ihr Bewusstsein auf eine Situation, eine Aufgabe. Sie urteilen nicht, Sie halten nur Ihr Bewusstsein auf diese Situation gerichtet und schauen mal, was Ihnen dazu einfällt. Es geht natürlich nicht, wenn Sie anfangen nachzudenken. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Schon sind Sie wieder im Verstand. Nein, Sie bleiben einfach hier, urteilen nicht, erwarten nicht, auch nicht der Druck der Erwartung. Mal gespannt, ob es gleich beim ersten Mal klappt. Können Sie vergessen, klappt nicht. Hat schon nicht geklappt. Sie sind wieder im Verstand, im Ich. Nein, Sie gehen raus, öffnen sich, schauen auf etwas. Im gleichen Augenblick spüren Sie, wie Energie Sie erreicht. Vielleicht können Sie die noch nicht gleich übersetzen, erfassen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Erleben Sie nur einfach mit, wie energetisch etwas ständig fließt. Dann kommt der zweite Schritt, haben Sie anfangs etwas Geduld. Sie brauchen etwa 5 bis 10 Minuten, um zu erkennen, dass Sie immer noch im Verstand sind, zumindest mit einem Bein, und mitdenken. Hoffentlich mal schauen, wie sieht das aus, ob ich es erkenne. Ja. Aber der Verstand wird sehr schnell müde. Wenn er da 3 oder 5 Minuten guckt, es passiert nichts. Dann sagt, also den Film kenne ich, der interessiert mich nicht. Dann haben Sie frei. Und das ist das Problem mit der Intuition. Wir machen das 10, 20 Sekunden. Das ist zu kurz. Und in schwierigen Situationen, größeren Fragen, nicht unter einer Stunde. Sie ziehen sich zurück. Erinnern sich, wer Sie sind, öffnen, wachsen über sich hinaus, werden weit, das ganze Universum ist mein Bewusstsein. Und ich richte dieses Bewusstsein auf eine Frage. Soll ich diesen Mann mit in die Firma nehmen? Nicht wieder die Argumente des Verstandes wiederholen, der ist mir an sich sympathisch und der hat auch fachlich nichts. Nur soll ich das so. Dann schauen Sie hin, was geschieht. Anfangs wird der Verstand zum Hindernis. Er sagt, auf was wartest du denn? Ich kann dir das alles sagen, der ist der Richtige oder nicht. Und zwar des und des und deswegen. Sag, du bist jetzt mal still. Also.
Und so nach 10 Minuten beginnt ihr Verstand, der sie vorher behindert hat, plötzlich behilflich zu werden. Er schwingt sich mit ein. Er denkt nicht mehr nach. Ihr Verstand schaut mit hin. Die Wahrnehmung ihres Bewusstseins verbindet sich mit der Wahrnehmung ihres Verstandes. Und jetzt plötzlich kommt es zu Einfällen. Sie haben einen Einfall zu einem Aspekt der Sache, erkennen etwas anderes, haben eine Idee zur Lösung, dann passiert wieder eine Weile nichts. Und so, wie beim Puzzle, bildet sich allmählich ein Bild. Spätestens in der 2. Stunde wissen Sie. Das ist nur anfangs. Wenn Sie das 2-3 Jahre machen, dann schalten Sie gar nicht mehr auf Intuition. Sie sind im Gespräch mit jemand, Intuition läuft laufend mit. Und der andere sagt, ich schlage vor, dass wir diesen Teil der Firmen fusionieren. Und Ihre Intuition sagt, ganz falsch. Im Prinzip zwar, aber Zeitpunkt völlig unzureichend, weil, und der andere spricht weiter, ich schlage also vor, dass wir da ein 4-Stufen-Programm machen. Erstens, okay, sagt die Intuition, das ja, aber im Herbst. 2. Schritt, und er spricht immer weiter, und ihre Intuition läuft immer mit als der innere Beobachter und sagt ihnen, was damit los ist. Und der andere ist noch nicht fertig mit seinem Vortrag, da haben sie schon das Ergebnis. Oder etwas noch Geringeres, Alltäglicheres. Ihr Partner sagt, sollten wir nicht mal wieder italienisch essen gehen? Und Sie spüren, ja, aber morgen. Heute würde stimmen, oh ja. Und da werden Sie erleben, das, was Sie intuitiv erkennen, stimmt auch für den anderen. Intuition berücksichtigt das. Und es stimmt auch morgen dann noch nicht, dass Sie sagen, ja, gestern hatte ich so einen Appetit auf Italienisch, heute will ich eigentlich lieber was anderes. Nein, Intuition, da alles jetzt ist, berücksichtigt die Zeit. Auch wenn Sie etwas in 3 Jahren tun und das jetzt intuitiv als richtig erkennen, stimmt das in 3 Jahren. Finden Sie heraus, was Ihnen hilft, in dieses Bewusstsein zu kommen oder in diesem Bewusstsein zu bleiben, und schaffen Sie die Umstände, so oft Sie können. Nutzen Sie die Möglichkeit, den lärmenden Verstand zum Schweigen zu bringen. Und das ist ein mühsamer Kampf, wenn Sie im Verstand sind und wollen mit den Gedanken die Gedanken bekämpfen. Wenn Sie hier rausgehen, lassen Sie die Kinder doch unten spielen. Der Verstand kann doch denken, was er mag. Sie sind in der Wahrnehmung. Dann gibt es nichts zu kämpfen, keine Mühe. Sie sind. Und in dieser Stille öffnet sich eine ganz neue Welt. In dieser Stille verlieren Sie scheinbar Ihre Individualität. In Wirklichkeit entfalten Sie sie. In Wirklichkeit begegnen Sie sich dem, der Sie wirklich sind. Wenn Sie in diesem Bewusstsein sind, dann haben Sie irgendwo einen Körper, aber Sie spüren ihn nicht. Vielleicht sind da irgendwo Fragen oder gar Sorgen, aber die interessieren Sie nicht. Ein wunderbares Wohlgefühl erfüllt Sie und Sie treten ein in den Augenblick. Der Augenblick ist wie eine Tür raus aus der Zeit. Sie gehen durch die Tür des Augenblicks in die Zeitlosigkeit. Zeit steht plötzlich still, spielt keine Rolle mehr, ist oder nicht. Und ganz plötzlich, in dieser Stille und Zeitlosigkeit,
nehmen sie wahr. Plötzlich erfassen sie die Wirklichkeit wie jemand, der die Augen geschlossen hatte und sie plötzlich öffnet und sieht und erkennt, ich war die ganze Zeit blind. Das heißt, nein, ich konnte die ganze Zeit sehen. Ich hatte die Augen nur zu. Plötzlich ist es ganz selbstverständlich, und sie erkennen, das ist mein natürlicher Zustand. Intuition, eine natürliche Fähigkeit. Sie hatten es nie verlernt. Sie haben nur nicht darauf gehört, weil sie mit Denken beschäftigt waren, war die Leitung besetzt. Intuition konnte sie nicht erreichen. Das meine ich mit erinnern. Es gibt nichts zu lernen, nichts zu üben, nichts loszulassen. Sie treten davor und sind wieder der, der sie immer war. Bewusstsein. Wenn Sie also durch das Tor des Augenblicks eintreten in die Zeitlosigkeit, steht Ihnen Intuition sofort und jederzeit zur Verfügung. Sie wissen jetzt einen Weg. Und jetzt sollten Sie so oft Sie können in diesem Bewusstsein sein, am besten für immer, und lernen, mit der Intuition, die sie ständig erreicht, umzugehen. Zu lernen, sie zu verstehen. Aber nicht mit dem Verstand. Durch Intuition können wir 100% Wirklichkeit erfassen. Ganz gleich, ob sie in der Vergangenheit liegt oder erst in Zukunft geschieht. Viele Dichter zum Beispiel haben bekannt, dass ihnen die letzten Verse eines Gedichtes zuerst eingefallen sind. Sie hatten den Anfang noch nicht. Oder dass Bruchstücke einer Musik in ihnen lebendig wurden und sie warteten, bis sich das zu dem Stück zusammenfügte. Das heißt, die Teile kommen nicht immer in der Reihenfolge. Das, was Ihnen besonders wichtig ist, kann zuerst ins Bewusstsein treten. Ihnen können Dinge einfallen, die erst noch in Zukunft passieren werden. Und das können Sie absichtlich tun. Ich nenne das Erinnerung an die Zukunft. Sie können sich ganz bewusst über die Intuition an das erinnern, was zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sein wird. Es hat eine Stelle im Körper, die die Chinesen das Tor zum Himmel nennen. Es ist die Stelle, wo sich das Zentralnervensystem mit dem Gehirn verbindet. Dieses Tor zu einem höheren Bewusstsein spielt in den alten Mysterienschulen, bei den Rosenkreuzern, eine ganz große Rolle, auch bei den Sufis. Dieses Tor zum höheren Bewusstsein kann bewusst geöffnet werden. Und die Sufis sagen, wer hindurchgeht, erkennt die Geheimnisse des Lebens unmittelbar. In diesem Augenblick stehen sie vor dieser Tür. Und diese Tür ist offen, aber nicht geöffnet. Sie könnten sie öffnen. Und wir brauchen das als Voraussetzung für optimale Intuition. Wenn wir das nicht tun, ich sage es Ihnen gleich am Anfang, werden Sie auch Intuition lernen. Gelegentlich, zwischendurch, dann müssen Sie meditieren, dann müssen Sie mühsam Gedankenstille herstellen, das Räderwerk Ihrer Gedanken anhalten, Sie müssen zur Ruhe kommen, in die Mitte gehen, Sie unterstützen das mit Musik und Räucherstäbchen, Sonnenuntergang, ich weiß nicht mit was, oder beim Joggen.
Und dann klappt es manchmal. Ja? Funktioniert auch. Aber warum so mühsam? Und deswegen schlage ich vor, den anderen Weg, den Sie gerade angesprochen haben, gehen wir gerade einmal miteinander praktisch jetzt hier. Ich habe Ihnen ja hier was hingeschrieben. Eintritt für den Verstand nur in Begleitung des Selbstes gestattet. Das heißt also, wir müssen jetzt, wenn wir optimalen Gebrauch von der Intuition machen wollen, als allererste Lektion, als allerersten Schritt, das Werkzeug Mensch optimieren. Ich muss mich also empfangsbereit machen. Und alles das, was wir hier tun, dient dazu, sie mit sich zu konfrontieren, mit sich selbst, um sie empfangsbereit zu machen. Denn wer etwas ändern will, der muss etwas ändern. Also ändern wir es doch gleich jetzt hier. Erster Schritt, ich mache mir noch einmal bewusst, was ich nicht bin. Und gehe einmal die einzelnen Aspekte durch, mit denen ich mich bisher identifiziert habe. Also praktisch vollziehen, nicht nur denken. Erkennen, ich bin nicht der Körper. Also ganz bewusst erkennen, das bin ich schon mal nicht. Das ist wie mein Auto, mein Werkzeug, mein Fahrzeug, mein Kleid. Ganz gleich, wie Sie es nennen oder empfinden, nur das bin ich nicht. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin der Denker. Ich bin der, der den Verstand benutzt. Aber ich bin weder der Verstand noch die Gedanken, das Produkt. Ich bin der Denker. Ich bin der, der denkt. Und so bin ich auch nicht mein Gemüt, meine Emotionen. Ich habe welche, ich kann sie hervorrufen, ich kann sie lenken. Aber ich bin es nicht. Und ich bin auch nicht das Ego, das oft störend in Erscheinung tritt. Aber ich bin es nicht. Also lasse ich es los. Ich werte es nicht ab, ich verdränge es nicht, es ist da, aber ich bin es nicht. Ich benutze es. Und so bin ich auch nicht meine Persönlichkeit. Ganz gleich, wie sie entstanden ist, ziehen Sie einmal in Gedanken Ihre Persönlichkeit aus, wie ein Overall. Schlüpfen Sie raus. Sie können das nachher wieder anziehen. Das ist Ihr Kleid, Ihre Persönlichkeit. Aber Sie sind es nicht. Es geht nur um das Ende der Identifikation. Ich erkenne, das alles bin ich nicht. Und wenn Sie noch etwas finden, von dem Sie glauben, dass Sie es sind, Sie sind es nicht. Also lassen Sie einmal alles los, von dem Sie bisher dachten, das bin ich. Ihre Rolle, Ihren Namen, Ihre Beziehung. Nicht, dass Sie vom Partner weglaufen. Nicht die Verbindung lösen, die Bindung. Dass Sie erkennen, das bin ich nicht. Ich bin jemand, der in eine Beziehung tritt, in einer Beziehung lebt. Aber ich bin nicht die Beziehung. Und so werde ich erst einmal frei von dem, was ich nicht bin. Dann mache ich mir bewusst, wer ich bin. Und ich erkenne, ganz gleich, welchen Namen ich dem gebe, ich bin ein Teil der einen Kraft des Universums, des höchsten Bewusstseins. Ich kann es auch Gott nennen. Ich bin reine Gegenwart. Ich bin das Ich Bin. Ich bin existent. Eigenschaftslos. Aber ich bin. Das ist meine einzige Wirklichkeit. Ich bin. Ich bin nicht mehr gut oder schlecht, angenehm, höflich oder unhöflich.
Das sind Aspekte der Persönlichkeit. Ich bin. Und indem ich mich als Ich Bin erkenne, kehre ich zurück in die Vollmacht. Denn nur in dieser Selbstidentifikation habe ich schöpferische Vollmacht. Als Ich kann ich etwas tun. Das kann klappen oder nicht. Das ist mühsam, anstrengend und dauert. In der Vollmacht lasse ich Dinge geschehen. Es gibt nichts zu tun. Dinge geschehen. Also kehre ich zurück in die Selbstidentifikation, erkenne mich wieder als Teil des Ganzen, nehme meinen Platz ein, trete mein geistiges Erbe an, habe jetzt wieder Vollmacht zu schöpfen. Und ganz praktisch, Kronenchakra auf. Das heißt also, ich öffne das Gefäß meines Körpers und wachse über mich hinaus. Trete hervor als das Bewusstsein, dass ich bin. Werde 2 Meter groß, 2,50 Meter. Recke den Riesen, der da eingesperrt war, in die Flasche des Körperbewusstseins und bin wieder frei. Bin frei. Frei von den Grenzen der Materie. Bin wieder unstofflich. Reine Gegenwart, reine Existenz, mit nichts identifiziert. Ich bin frei. Und in dieser Freiheit vollziehe ich den Schritt. Ich öffne das Tor des Himmels. Die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften, das Corpus callosum. Ich kann mir das vorstellen, da ist eine Tür, ich öffne die Tür und beide Hälften sind wieder ein Ganzes. Und wenn ich denke, denke ich immer mit beiden Teilen gleichzeitig. Ich denke nicht einmal mehr in Teilen, sondern es ist wieder ein Ganzes. Mal verlagert sich das Gewicht mehr dahin, mal mehr dorthin, aber die Tür ist offen. Die Tür bleibt offen. Dann erkenne ich, wenn ich so hervortrete, über mich hinauswachse, da ist niemand. Da ist Gedankenstille. Da ist reine Existenz. Und in dieser reinen Existenz ist das Universum mein Bewusstsein. Ich bin das Ganze. Ich bin der Alles. Ich bin kein Teil vom Ganzen. Ich bin das Ganze. Jeder ist das Ganze. Und sobald das Universum mein Bewusstsein ist, trete ich durch die Tür des Augenblicks in die Zeitlosigkeit. Ich bin außerhalb der Zeit. In dieser Zeitlosigkeit, das ganze Universum ist mein Bewusstsein, in dieser Haltung bin ich in der Wahrnehmung. Es gibt nichts zu lernen, nichts zu üben. Ich bin nur hervorgetreten, das Dach aufgemacht, schaue raus. Kann alles sehen, kann alles erkennen. Ich gehe in die Wahrnehmung und stelle fest, Wahrnehmung geschieht ständig. Ich brauche nur hinschauen
und in der Wahrnehmung bleiben. Und praktiziere von jetzt an gleich die neue Art des Lernens. Es ist nicht mehr zuhören, merken, beurteilen, auswählen, angewöhnen, abgewöhnen. Fällt alles weg. Wahrnehmen, erkennen, sein. Es gibt nichts zu tun. Alles geschieht im gleichen Augenblick. Wenn ich hier etwas sage, dann erkennen Sie es als zu sich gehörig oder nicht. Und wenn Sie es erkennen, ist es ein Teil von Ihnen, dann gehört es zu Ihnen. Dann sind Sie es. Es ist in Ihr Bewusstsein getreten und da Sie Bewusstsein sind, ist es Teil von Ihnen. Sie sind es. Es gibt nie mehr etwas zu lernen, nur noch erkennen, wahrnehmen, erkennen, sein. Und worauf es jetzt ankommt, ist mindestens eine Stunde bei Bewusstsein bleiben. Wir können das also jetzt nicht mehr unterbrechen. Mindestens eine Stunde. Bleiben wir jetzt in diesem Bewusstsein. Wir gehen weiter. Denn wenn ich diese eine Stunde durchhalte, wird der Verstand vom Hindernis zum Diener des Bewusstseins. Erst hat er noch Einwände, kommt mit Argumenten, Gedanken. Sie bleiben einfach offen. Das ganze Universum ist Ihr Bewusstsein. Sie beachten die Gedanken nicht. Und innerhalb ganz kurzer Zeit spielt der Verstand mit. Sie können ihn in einer Stunde umerziehen. Und er wird vom Hindernis zum Helfer, zum Diener des Bewusstseins. Und jetzt erstarren Sie nicht in dieser Haltung, sondern lassen Sie Ihr Bewusstsein sanft noch weiter werden. Noch weiter. Wenn Sie wollen, über das Universum hinaus, gehen Sie einfach weiter, ins Nichts, ganz gleich. Aber bleiben Sie nicht stehen, sagen, jetzt habe ich ganz weit, so halte ich das, sondern es muss immer mit sanfter Bewegung weiter werden. Als lassen Sie Ihr weit offenes Bewusstsein also ganz sanft noch weiter werden. Und das wenigstens eine Stunde jetzt. In diesem Bewusstsein können wir den entscheidenden Schritt tun vom Opfer zum Schöpfer. Die Persönlichkeit ist ein Opfer. Er geschieht etwas. Sie hat Glück oder Pech. Für das Bewusstsein, das Sie sind, gibt es diese Begrenzung nicht. Es geschieht das, was Sie geschehen machen. Sie bestimmen, was sein soll. Sie tun es nicht. Sie rufen es in Erscheinung. Sie lassen es geschehen. Auch das machen wir gleich praktisch. Sie richten Ihr erweitertes Bewusstsein auf irgendeine Situation Ihres Lebens. Es kann die gesundheitliche Situation sein, die partnerschaftliche, die berufliche, die wirtschaftliche, ganz gleich. Der Schöpfer schaut im schöpferischen Bewusstsein auf einen Aspekt seines Lebens und erkennt, es ist noch nicht optimal.
Im gleichen Augenblick träumen sie, wie sollte es sein? Und stellen sich das Ideal vor. Irgendeine Situation ihres Lebens sehen sie jetzt ideal vor sich. Sie verändern sie in ihrer Fantasie, nicht denken. Nur in der Wahrnehmung. Sie bleiben weit offen, sie schauen nur hin, es gibt nichts zu tun. Sie schauen hin, nehmen wahr, wie es ist, nehmen wahr, wie es sein sollte. Gestalten das, wie es sein sollte, formen es um, bis es ihnen gefällt und sie sagen können, so. Dann halten Sie Ihr Bewusstsein 3 Minuten auf diesen erwünschten Endzustand gerichtet und fühlen sich wert, dass es so ist. Sie tun nichts. Sie fühlen sich nur wert, es so zu haben. Lassen vielleicht ein Gefühl der Freude aufkommen, der Dankbarkeit, der Zustimmung. Und genauso, ja, schön. Und Sie ziehen Ihr Bewusstsein ab von dem Bild des Ist-Zustandes und lassen den erwünschten Endzustand zum Ist-Zustand werden, indem Sie Ihr Bewusstsein darauf halten. Das ist vorbei, das ist jetzt. 3 Minuten. Das ist jetzt. Und wenn ein Gedanke kommt, nicht vertreiben, sag jetzt nicht. Schöpfen. Kommt vielleicht ein anderer Gedanke, sagen später. Jetzt das. Der Schöpfer hält eine Idee im Bewusstsein fest und verdichtet sie so zur Realität. Das ist geschehen lassen. Sie lassen gerade eine Tatsache geschehen, die eben noch keine war. Der Schöpfer macht von seiner Vollmacht Gebrauch, lässt Wirklichkeit geschehen. Und ich halte mein Bewusstsein so lange auf diesen Aspekt gerichtet, bis ich spüre, es ist vollbracht. Die Kraft hört auf zu fließen, es ist erledigt. Ich weiß, das war's. Wenn der Verstand dann kommt und sagt, meinst du wirklich, das ist jetzt so? Also, du wirst es sehen. Es ist. Der Verstand kann das nicht verstehen, dass es so einfach sein soll. Da muss man doch was tun. Da muss man doch für arbeiten. Anstrengen. Es dauert, kostet Zeit, Geld, Bewusstsein, Mühe, Schweiß. Nicht für einen Schöpfer. Das Einzige, was sie tun müssen, ist ein klares Bild schaffen, ihr Bewusstsein darauf richten und halten, bis es geschehen ist. Bis sie spüren, es ist vollbracht. Ich könnte jetzt weitermachen, aber schadet nichts, aber es ist vollbracht. Dann lasse ich es dankbar los. Dankeschön. Das habe ich auch wieder in Ordnung gebracht.
Was ist sonst noch zu verändern? Und dann kann ich eine andere Situation in mein schöpferisches Bewusstsein nehmen, nicht wieder runtersinken in den Verstand. Bleiben Sie hervorgetreten. Bleiben Sie im schöpferischen Bewusstsein. Sie müssen nicht die ganze Zeit etwas schöpfen. Das Schöpfen dauert 2-3 Minuten. Aber Sie müssen eine Stunde jetzt im schöpferischen Bewusstsein bleiben. Hier oben ist weit offen. Das ganze Universum ist mein Bewusstsein. Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Ich bin der Schöpfer. Es gibt nichts zu tun. Und Sie werden spüren, so allmählich findet der Verstand das gut. Er hört auf zu rebellieren, zu argumentieren. Er spürt etwas Neues, Größeres. Er wird interessiert und er fängt an, mitzumachen. Er wird vom Hindernis zum Helfer. Und hier machen die meisten einen Fehler, spätestens hier, hören wieder auf. Ich habe gerade was getan, es ist vollbracht. Und sie machen diesen Fehler nicht. Sie bleiben wenigstens eine Stunde im schöpferischen Bewusstsein, denn dann ist für alle Zeit der Verstand integriert ins Bewusstsein. Er ist eine Abteilung Ihres Bewusstseins. Der Chef ist wieder selbst am Apparat. Der verlorene Sohn ist nach Hause zurückgekehrt. Sie sind bei sich angekommen. Sie sind wieder bei Bewusstsein. Und während dieser Zeit machen Sie sich bewusst, dass jetzt ist Ihr natürlicher Zustand. So sind Sie gemeint. Es ist nichts Neues, Größeres, Höheres. Es ist ganz natürlich. Das sind Sie. Sie sind aufgerufen, als Mitschöpfer die Schöpfung zu gestalten. Und Sie haben alle Freiheit, alle Vollmacht. Sie können jederzeit erwünschte Zustände in Erscheinung treten lassen. Vielleicht richten Sie Ihr schöpferisches Bewusstsein einmal auf eine Situation in Ihrem Leben, die man verbessern könnte. Ganz gleich welche. Ihre Fantasie bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Sagt, möchtest du es so oder lieber oder so? Und Sie schauen hin, was stimmt. Wie bei der Kleideranprobe, probieren alles Mögliche an. Nee, noch nicht so ganz. Und Sie lassen Ihren Helfer Fantasie einmal verschiedene Möglichkeiten Ihnen vor Augen führen. Bleiben im schöpferischen Bewusstsein. Und auf einmal kommt die Form, sagt, genau, das ist es doch. Jawohl, okay. Das Einzige, was jetzt zu tun ist, ist, Ihr wohlwollendes, zustimmendes Bewusstsein darauf richten und gerichtet halten. Das braucht später nicht immer 3 Minuten. Eine Sekunde, wenn Sie in Übung sind. Es geschieht immer in einer Sekunde. Aber in dieser einen Sekunde müssen Sie absolut in der Gedankenstille, im schöpferischen Bewusstsein, den erwünschten Endzustand vor Augen und im Gemüt die Zustimmung. Genau. So. Das geschieht in einer Sekunde. 3 Minuten nur, damit diese Sekunde stattfinden kann, damit einmal
alle diese Voraussetzungen gleichzeitig in einem Moment zusammentreffen. Dann kommt meistens so ein Aufatmen und Sie wissen, es ist vollbracht. Das habe ich auch wieder. Gut. Und dann bleiben Sie ohne Tätigkeit im schöpferischen Bewusstsein. Und vollenden so die Ausbildung des geistigen Riesen, der Sie sind. Sie haben Ihr Körperbewusstsein geöffnet, Sie sind hervorgetreten, Sie sind frei, Sie sind da. Sie sind bei sich angekommen. Und wann immer etwas in Ihr Bewusstsein tritt, das nicht optimal ist, sagen Sie, gut, schauen wir es uns an. Aha, so ist es, so sollte es sein. Lassen wir das los, jetzt ist es so. Dann halte ich mein Bewusstsein darauf gerichtet, bis ich spüre, das war's, danke, erledigt. Brauche mich nie mehr damit befassen, nie mehr prüfen, ist es auch wirklich, hat's geklappt, es klappt immer. Das ist alles. Das ist Leben in der Leichtigkeit des Seins. Ich hoffe, Sie wollen es nie mehr anders haben. Weshalb das eine Stunde dauern muss, ist, dass der Verstand sich daran gewöhnt. Nicht nur, dass er es gut findet, sondern dass er sich einfügt ins Bewusstsein, sich integriert, Teil wird des Bewusstseins, seinen Platz findet und dass Sie während dieser Zeit, während Sie im schöpferischen Bewusstsein bleiben, sich an sich erinnern. Sie vollziehen gerade Evolution von Inkarnationen in einer Stunde. Und das, womit Sie sich vielleicht monatelang rumschlagen, vielleicht jahrelang, vielleicht schon seit Inkarnation, können Sie jetzt in Minuten lösen. Eigentlich in einem Augenblick. Jetzt.